Hallo und willkommen zurück in Wildstar. Ja, tut mir leid. Bin zwar hier an dem Händler, aber... Suchst du was Bestimmtes? Mir fehlen ja so knapp 56 Silber für irgendwas. Das heißt, es gibt erstmal keinen Mount. Aber schön zu wissen, dass wir halbwegs nah dran sind. So, was muss ich denn jetzt hier noch machen? Handwerkstrainer Thorpe. Müssen wir halt zu dem. Wo ist die eigentlich? 570 da lang? Ha. Mal gespannt, ob ich die finde. Mal zuerst mal mit dem da quasseln. Dann mal schauen, ob wir hier noch genug Geld zusammenkriegen, um hier irgendwie was nachher zu kaufen. Oder zumindest mal ja, bei der nächsten Session zu kaufen. Das haben wir schon gemacht. Ach ne, hier ist Sprengkommando da. Deswegen, Kriegsbots brauche ich immer noch. Aber ich habe jetzt gerade keinen mehr gesehen. Deswegen, ich bräuchte hier unbedingt einen Mount, um da nachzugucken. Huch. Leck, leck. So, achso, hier, Vorräte ausliefern, alles klar. Ach, da steht auch das Auge. Meinetwegen. Was gibt's hier? Auch ausgeliefert. Was ist das? Kriegsbasis, achso. Jetzt lass mich mal gerade gucken. Ist hier nicht doch noch irgendwas? Wo wollte ich denn jetzt hin? Wo ist denn der? Hallo? Ah, da. Ah, komm, dann nehmen wir mal hier gerade so einen Laufbuff mit. Dann geht's vielleicht noch einen Ticken schneller. Da können wir noch was ausliefern. Wo ist er? Da. Ach, da ist auch die das andere. Ja, ja, kann ich dir helfen? Ja, du hast angerufen und ich sollte hier irgendwas machen. Wenn du bereit bist, gebe ich dir ein paar Materialien und du kannst deine erste Rune herstellen. Mit welcher willst du anfangen? Vielleicht mit einer Ruhe der Zähigkeit? Ach, ja, mach mal. Sieht aus, als wärst du bereit für den nächsten Schritt. Okay, also, wenn du Zähigkeit willst, brauchst du ein Zeichen der Erde. Gravurstationen werden benutzt, um Runen herzustellen. Ah, mein Headset drückt. Und sie an deiner Ausrüstung anzubringen. Nimm diese Fragmente und Erdelementstücke und mach dich an die Arbeit. Ja, bin dabei. Ich hoffe, du hast vor, das zu Ende zu bringen. So, und wo? Hier? Gravurstation, tatsächlich. So, wähle links ein Runenelement aus und fange an zu bauen. Na toll. Erde haben wir doch, oder? Konservierung der Zähigkeit. Ne, das ist irgendwie, glaube ich, zu hoch, oder? Ich stelle eine Ruhe der Zähigkeit her. Rune der Zähigkeit, da. Ah ja. Herstellen. Okay, jetzt habe ich eine Rune hergestellt. Was kann ich damit machen? So, ja, das ist eine wirklich tolle Rune und ich glaube, das wird nicht deine letzte sein. Jetzt zeige ich dir, wie du Runen an deinen Gegenständen anbringst. Ja, supi. Ach, da gibt es dann einen Runenplatz jeweils. Aha. Okay, Tech, kritische Trefferwertung. Ja. Jetzt haben wir hier Brutalität. Das ist leicht, wir nehmen das.
Diese Stiefel haben einen Brunnenplatz. Du weißt, was das bedeutet. Ja, Modifikationsstation. Okay, du weißt, wie man, wie man sie macht. Also musst du noch herausfinden, wie man sie einsetzt. Besetze den Erdplatz auf deinen Stiefel mit dieser Rune. Bin dabei. Hoffentlich kannst du das rauskriegen. Gravurstation wieder. So, was? Und jetzt? Runen ausrüsten. Ah. Okay. Ja, meinetwegen. Habe ich die jetzt drin? Trau der Sache da nicht. Doch, ist drin. Aber wieso kann man die da nicht zum Beispiel mit Rechtsklick einfach dann einsetzen? Oder irgendwie hier mit Rechtsklick irgendwie... Wieso brauche ich da eine extra Gravurstation? So, ja, gut gemacht. Und jetzt achte auf deine Ausrüstung. Es sieht nämlich reichlich bescheuert aus, mit leeren Runenplätzen herumzulaufen. Ja, nur wenn mich hier einer inspiziert. War ein gutes Gespräch. So, dann legen wir das auch an. Hubup. Und dann quasseln wir mit dir. Umarmung gibt's zurzeit im Angebot. Ja, ist gut. Ich bürge für dein Können. Gut, ich werde dir ein paar Coupons geben. Ach so, das war mit diesen Coupons, womit ich irgendwie nichts anfangen kann. Damit du etwas zum Ausgeben hast, aber gewöhn dich nicht daran. Normalerweise sind Coupons der Lohn harter Arbeit. Ja. Ja, wofür sind die eigentlich gut? Mit Coupons kann man Materialien kaufen oder du kannst sie für Rezepte aufsparen. Sea Garden bietet Herstellungswundertüten als Werbeaktion für Neukunden an. Also kauf doch erstmal so eine. Was kann man noch alles damit kaufen? Mit Coupons kannst du Tüten kaufen. Handwerksmaterial geben. Wenn du aber schlau bist, kannst du sie auch für tolle Rezepte aufsparen. Ja, sei auch du ein Schlaufuchs und spar's auf. Warum sollte man denn einen Beutel kaufen? Ach, das lasse ich dir nur machen, damit du... Was? Ach, das lasse ich dir nur machen, damit du den guten alten Sea Garden triffst und dir schon mal all die tollen Sachen anschauen kannst, die auf dich warten, wenn du dein Handwerk gemeistert hast. Ja, ja gut, aber... Außerdem ist es unhöflich, einen Händler zu belästigen, wenn du kein bisschen vorhast, etwas zu kaufen. Ja, okay, ist ja gut. So lobe ich es mir. Wo ist der? Ach, da unten. Hey da, Freund. Mhm. Prototypenanleitung. Ach du Scheiße. Ventus... Ach Gottchen. Allgemein. Herstellungswundertüte. Ja. Gott sei Dank haben wir genau eins so davon da. So, was? Soll da zurückkehren? Moment, bevor die mir das gleich abnimmt oder sonst irgendwie was passiert, gucken wir, was da drin ist. Haha. Was könnte wohl drin sein? Scheiß mit Reis. Transformator, Spaltleder. Supi. Kann ich nichts gebrauchen von. Umarmung gibt's zurzeit im Angebot. Ja, ja. Ja, jetzt verstehst du vielleicht, was wirklich Sinn und Zweck dieser kleinen Übung war. Hast du all das glitzernde Zeug gesehen, das er im Angebot hatte? Mit solchen Zielen macht Sparen doch glatt Spaß. Ja. Kannst kaum erwarten. Deswegen hier ist so viel Zeugs. Total unübersichtlich. So, Wissenschaftspakete, da müssen wir noch was abliefern, da hinten. Upp. Ruckel, ruckel. Den Würfel haben wir schon, ja. Naja. Danke für deine Hilfe. Ganz ehrlich, diese Ruinen lassen mir die Haare zu Berge stehen. Ich bin froh, wenn ich hier wieder wegkomme. Ja. Passt schon, aber du gibst mir nur so wenig Geld.
ist das denn hier eigentlich? Ah, Gildenregister. Okay. Was will man noch machen? Wo sind eigentlich hier mein Lock? Champion im Ledergewicht. Vertrag angeboten. Kampf gegen Böses Dominion. Achso, das müssen wir auch irgendwann mal machen. Hier unsere Crafting-Gedöns. Aufgaben. Der Verdorbene können wir ausblenden. Das können wir auch ausblenden. Orkanas. Zwei Silber. Fliegende Wirrfasern zu sammeln. Ach so, das ist da ja, mit diesen Fasern, die eigentlich alle zu hoch fliegen. Abenteuer. Oh, hat beim Osttor in Sate ein Transmutationskern entdeckt. Hilfe bei der Reparatur. Östliche Pforte. Ups. Okay. Keine Ahnung. So, au, hier haben wir noch ein Ausrufezeichen. Dann gehen wir da noch hin. Was will das von mir? Der Fokus der Winde. Diese komplizierte Steuerungskonsole scheint derzeit offline zu sein. Ich frage mich, was das für ein Knopf ist. Selbstzerstörung. Boop. Ja, nein, vielleicht. Was ist passiert? Fokus der Winde. Ja, schön. Sprich mit Sera Schönfeld, wo auch immer sie ist. Ach da. Ach so, die ist dann da runter. Ach, das war die Tante, die da gerade weggelaufen ist. Alles über diesen Planeten erfahren. Ja, ja, dann mach mal. Schau dir nun dieses Hologramm an. Das muss ein detaillierter Bauplan des Fokus der Winde sein. Mhm, okay. Wenn du meinst. Das ist ein uraltes Eldan-Artefakt mit unermesslicher Macht. Phänomenal. Hm, jo, passt schon. Wir dürfen den Sieg nicht dem Dominion überlassen. Einige glauben, dass das Dominion Orkanes angreift, aber bla bla blub. Ich will einfach alles über diesen Planeten erfahren. Achso, da muss ich die Wirrfasern für die sammeln. Ja. Ich würde eigentlich ganz gerne nochmal hier irgendwie so einen Roboter hier sprengen und aktivieren. Aber ich finde keinen mehr. Müssen wir zu ihr eigentlich hin? Und wo sind die? Die waren da irgendwo in die Richtung. Oh. Naja, gut, dann probieren wir das mal hier mit dem Rumspringen. Ne, Arschlochportal aktivieren wir noch nicht. Bist du eine Wirrfaser? Herausforderung beginnt. Ja, ja. Schon klar. Zumindest geht das Springen jetzt irgendwie besser als beim letzten Mal, glaube ich. Nein, nicht zu den Sumsings. Ja, au. Für die haben wir nämlich keine Zeit. Die Fähigkeit klingt ab. Ach so, im Kampf. Ah ja. Nein. So, was? Die Daten beweisen, dass die Wirrholzbäume selbst Luftströmungen erzeugen können. Deshalb fliegen die Fasern so unglaublich. Ja, ja, großartig. Ich würde mich wirklich glücklich schätzen, so einen Freund haben
jemanden wie dich zu haben. Und ich hätte diese Daten nie sammeln können. Ja, ja, wunderbar. Wo sind denn noch welche? 15? Wir haben erst 66%. Alter. Ich sehe die auch nicht. Sind noch welche? Da hinten ist irgendwas, aber ich zweifle, dass ich da jetzt drankomme. Wo ist es hin? Da. Soll man das denn bitte schön schaffen? Wo ist es hin? Hallo? Ja, das ist zu hoch. Da komme ich nicht ran. Höchstens halt mit dem Buff, ja, aber... Ja? Also... Zzz. Na, komm, also... Hallo? Bin doch eben da die ganze Zeit hochgehopst. Wieso geht denn das jetzt nicht mehr? Also... bitte, Moment. Okay. Da haben wir da... Ah, wieso... Kann dieses bescheuerte Gras nicht woanders wachsen? Da war ich doch dran. So, mehr von dem Schrott. Also wenn man den Buff hat, dann geht's ja, aber... Bronzerang verliehen. Ja, das langt. Hier ist dann wieder nix. Aha, was ist denn hier unten los? Ah ja. Müssen wir da unten auch mal gucken noch. War da nicht gerade was? Au. Na gut, die scheinen relativ schnell zu respawnen, sodass man da zumindest bei dem hier immer irgendwie den Buff erneuern könnte. Dass man sich da hier irgendwie mehr oder weniger immer dieselben holt. Sofern denn hier keiner ist, der mitmacht. Ich glaube, dann geht das ganz gut. Hier irgendwas respawnt da. Die Stinke-Dinger. Herausforderung bestanden. Aber gut. Zwar auch wieder knapp irgendwie dran vorbei, aber... Naja. Nein! Nein! Was? Subkutanes Fach? Was auch immer. 7 Plätze. Okay. 5. Tauschen wir doch mal hier aus. Klack. Okay, dann war das nicht ganz so schlimm. Okay, ja, dann würde ich sagen, das war's dann für diese Folge und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Dann quasseln wir mit dem Typen hier unten, wer auch immer das ist. Also, bis dann.